Wow, TikTok liebt mich. Keine Einschränkung, Hammer. Sehr, sehr schön. Das ist ja wundervoll. Ist das nicht korrekt? Seht ihr? TikTok hat dazugelernt, dass man Dr. Sheikh Abu Amir nicht einschränken darf. Wie kann man so einen tollen Sheikh denn einschränken? Das geht doch gar nicht. Ein Jesid. Alex Moslem, was geht, Bruder? Gott segne dich und deine Familie. Hörst du mich, mein Lieber? Ja, hallo? Ich höre dich. Hallo. Hallo. Leute, kann man mich hören? Ach so, oh, hi. Ich dachte, geil, er hört mich. Ex-Muslim, was machst du mit mir? Hörst du mich? Shabab. An meine Muslime. Ramadan. Hörst Mubarak. Du mich? Schön frohes Zuckerfest. Fastenzeit. Schöne Fastenzeit euch. Die Christen, die sind ja erst nächsten Monat dran, wie bei uns Jesiden. Deswegen bisschen noch chillen, Leute. Bisschen abwarten. Nala, warum raus? Chill mal. Ey, ich hab nur... Raus mit dir, ey. Ein Jeside sagt Eid Mubarak, guck dir das doch bitte an, ey. Ramadan Mubarak. Anstatt der sagt, was habt ihr meinem Volk angetan mit eurer Teufelsschrift, ey. Dann sagt er, ah, das ist schön, dass ihr Ramadan habt. Ah, ist kein Problem. Nächste Woche sind wir dran. Nächsten Monat. Ah, alles ist gut. Wir haben uns alle lieb. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Ja, da muss wieder direkt mein Urinsong kommen, ne? Und wenn du trinkst, dann trink einen dicken Schluck von meinem Kamelurin. 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 Ja? Das war der Song wieder, ey. Gänsehaut, genau, Gänsehaut. So will ich das hören. Lesen. So, wer ist denn jetzt? Guten Morgen. Hallo, mein Lieber. Was geht? Wie geht's dir? Gott segne dich und deine Familie. Was, meine fetten Familie? Ich hab gesagt, Gott segne dich und deine Familie. Ehrenmann, oder? Was? Ehrenmann, gleichfalls. Ah, danke. Ich wollte dir was sagen. Bitte. Du sollst echt mal auf so eine Wolwig-Flasche sitzen, du Peach. Was? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ekber? Warum sagst du denn Ekbert? Ist dein Gott ein Ekbert, oder was? Ist das ein Blauer? Ekber, sag Allah Ekber, Ekber, was für Ekber, Mann? Kannst du nicht Akbar sagen? Ekber, sagt er. Na, was, schämst du dich nicht, oder was, ey? Mach doch sein Gott Ekber, ey. Hey, Ekber, hey, Manni, na, alles gut, ja, Ekber, bei dir? Wie war die Feier gestern? Ja, gut, na, ein bisschen das Schienbein rasiert. Ekber, ist das krank, ey. Ja, Manni, ne, jetzt haben wir das Schienbein mal wieder dran, hat mal Mach 7 benutzt, ne? Manni, kann ich dir nur empfehlen, damit kriegst du die Stoppel auch weg, ne? Latt und schön. Allah Ekbert. Ist das krank. Allah ist Ekbert. Allah ist Ekbert. Ey. Ja. Das Problem, dass ich dich nicht hören kann, mein Lieber. Ja, da musst du dein Handy... Kann das vielleicht an irgendetwas liegen? Ja, kannst du dein Handy mal gegen die Wand schmeißen? Ja, nee, ist traurig, dass ich dich jetzt nicht höre und so weiter, ne, aber ich würde gerne ein paar Sachen loswerden. Ja, kannst du nächste Woche dann loswerden. Warum hören diese Leute mich nicht? Ich verstehe das nicht. Ex-Muslim. Ja. Hörst du mich? Hä, wie hat er das denn jetzt gemacht? Bro, warum? Ich höre dich zwar jetzt gerade nicht,
Der Kollege kann sich gerade auch nicht hören. Ich glaube, das liegt an dir. Du bist doch schon raus. Wie kann er denn reden? Könnt ihr mal kurz... Warte, bevor du mich rausschmeißt. Wir müssen kurz klären, ob da, was mit der Kommunikation stimmt oder nicht. Könnt ihr mich hören im Chat? Ist das krank? Schreibt mal einfach ja. Könnt ihr mich hören? Er ist doch schon raus. Hallo? Kiss Ex musste. Salamu alaikum. Alaikum salam. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Dich auch. Und bist du am Fasten? Nein. Sehr gut, du bist ein guter Junge. Nicht einer. Ein Ex-Muslim. Ich bin Alevite. Ach, Alevite, ja, gut, dann gehörst du zu dieser einen Gruppierung, die dann nackentherapiert werden müsste, ne? Wie bitte? Die sunnitischen Muslime, die werden euch eines Tages verfolgen und nackentherapieren. Ne. Deine Stelle würde ich lieber mal die Schriften des Islams aufschlagen und schauen, was da drinnen verzeichnet ist, anstatt so dämlich zu lachen. Genau, was, ne? Ja. So verrückt ist das Ganze. Die lachen darüber. So dass der Islam sie verfolgen wird und dann eines Tages Nackentherapie nimmt. Unglaublich. Ja, gut, aber ob das jetzt Kinder sind oder nicht, aber auch solche 17-, 18-Jährigen, die haben doch ein Gehirn, oder nicht? Hat man mit 17, 18 kein Gehirn? Ist das Gehirn nicht da? Deutschlands Zukunft, ja genau. Da war wieder Deutschlands Zukunft. Hallo Amir, wie geht's dir? Gottes Segen. Gott segne dich und deine Familie. Mir geht's gut und dir? Auch gut. Bist du heute am Fasten? Ja, ich bin fast am Fasten. Fast am Fasten? Ja, genau. Bruder, sei doch ehrlich, du kommst jeden Freitag zu Freitagsgebet und hier machst du so Filme wie TikTok, Mann. Warum jeden Freitag? Ich bin jeden Tag in der Moschee, um nach euch, nach dem besten Kamelurin-Fetischisten Ausschau zu halten. Hör doch auf mit dem Kamelurin. Du hast ihn doch selber probiert. Wir haben alle gesagt, Kamelurin! Für euch alle! Wir haben dir gesagt, trink nicht. Aber Kamelurin ist das Schönste, was es gibt. Wie findest du meinen Song? Mega, Mann, der passt richtig zu dir. Du musst sagen Gänsehaut, ansonsten gehst du raus. Zeig mal dein Gesicht dazu. Sag mal jetzt Gänsehaut, sonst musst du raus. Was? Sag Gänsehaut. Deine Verbindung ist schlecht, was? Sag Gänsehaut! Komm. Bring den Song raus. Ja, ich bin immer in den Moscheen unterwegs, damit ich den besten Kamelurin für dich ist, finde. So traurig, so bekloppt. Gänsevorhaut, genau. Wie nett TikTok ist, dass sie mich nicht einschränken. Hammer, ne? Ist doch wundervoll. So, jetzt versuche ich das zum fünften Mal. Amir, Junge, möge ABK dich recht leiten, du kleiner Kamelurintrinker. Ja, okay, warte mal ganz kurz. Ah, jetzt habe ich... Du bist mal Lia. Vergiss mal den, der beleidigt hat. Ich wollte nur noch mal kurz, du kick mich mal bitte nicht. Ich bin sowieso nur 2 Minuten hier. Amir, du mal. Das war mir wieder viel zu viel alles, ey. Das war too much wieder. Einfach too much, ey. Sei Muslim 3028, ha? Was denn da? Kann mich mal bitte jemand aufklären? Sei Muslim 3028. Das kannst du keinem erzählen. Hey, siehst du, guck mal, deswegen wusste ich's, dass ich so eine Leute wie dich nicht ausreden lassen darf. Du wärst auch blockiert. Du kommst nie wieder hin. Nie wieder. Das war wieder zu viel. Ja, stellt euch mal vor, ey, wenn man den Frauen erzählen würde, was der Islam denen eigentlich so erlaubt, dass sie so praktizieren dürfen, ne? Hier mit abgeschnittenen Tier-Penis und alle Krimbitsch und so, ne? Absolut geisteskrank. Absolut geisteskrank.
Ja, ich hoffe, ihr habt natürlich in eurem Bekanntenkreis und Freundeskreis den einen oder anderen Muslim oder Muslime, die sich da Gedanken machen um ihre Ewigkeit und die verstehen, dass diese Religion absolut bösartig ist und absolut nicht von Gott sein kann. Ne? Wenn eine Religionsgemeinschaft darüber diskutiert, ob man sich nach dem Einführen der abgeschnittenen Tierpenisse waschen sollte oder nicht, dann weißt du, was das für ein Müllglaube ist. Abgeschnittene Tierpenisse. Unfassbar. Abartig. Oder, ihr Lieben? Das ist ja das Kranke. Das ist ja das Kranke. So, warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Hört euch bitte das mal an. Guckt euch das bitte an. Haben wir jetzt schwarz auf weiß. Was bisher nur krude Verschwörungstheorie war, haben wir jetzt schwarz auf weiß. Das uns bevorstehende digitale Zentralbankgeld, konkret der digitale Euro, wird wirklich all die gruseligen Funktionen haben, die die EU bisher immer verneint hat. Das deutsche BSI, das Bundesministerium für Sicherheit im Inneren, hat letzte Woche ein Paper rausgegeben mit Richtlinien für die digitale Zentralbank. Nein, ich entsperre sie die nicht. Der hat zu mir gerade WIXXA gesagt. Ach, du bist das selber? Doch, du hast beleidigt. Du hast gesagt WIXXA. Ach so, man sagt das mit Humor zu jemandem WIXXA. Das ist also Humor, dein Humor. Ich teile aber deinen Humor nicht. Habt ihr gehört, ihr Lieben? Das ist der Humor von dem Typen. Der sagt WIXXA. Humor, jemanden zu beleidigen. Hör mal, hör mal. Zentralbankwährung. Und was da drin steht, lässt mich echt nicht ruhig schlafen. Dort steht die Programmierbarkeit des Geldes drin. Das heißt, dass Zahlungen nur unter bestimmten Bedingungen ausgelöst werden können. Zum Beispiel, dass du den richtigen Social Score hast oder den Umweltscore oder alle geforderten medizinischen Behandlungen. Denk dir irgendwas Schlimmes aus. Ist das krank, ihr Lieben? Bald geht es los mit dieser digitalen Zentralbankgeld, ne? Mit diesem digitalen Euro. Und da wird dir einiges an deinen an Freiheiten weggenommen. Und wenn du dich daneben benimmst in dieser Gesellschaft, dann wird dir dann auch dein Geld weggenommen und so. Das nennt man komplette Versklavung des Menschen. Schau dir das mal bitte an. Absolut krank. Da stehen Gebietsbeschränkungen drin. Das heißt, dass Brieftaschen nur innerhalb bestimmter Gebiete funktionieren. Außerhalb kannst du... Wenn du zum Beispiel außerhalb versuchst, mit dem Geld zu bezahlen, dann hat diese Währung gar keinen Wert. Du darfst also innerhalb eines Kreises sozusagen, eines Radius, dich bewegen und bezahlen. Außerhalb dieses Radius funktioniert das Ganze gar nicht. Ist das krank? Gian, geh mir bitte jetzt nicht auf die Nerven, komm. Ist gut jetzt. Armin, du hast mein Weltbild auf den Kopf gestellt. Wie meinst du das? Gebe dem Cäsar, was Cäsar. Genau, gib dem Kaiser, was dem Kaiser ist. Gib Gott, was Gott ist. Genau. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, in was für einer Gefahr die Menschen laufen. Ne? Hätten sie mal wenigstens die Bibel gelesen, ne? Dann wüssten sie, dass die Offenbarung, Kapitel 13, Vers 16, darüber ja spricht, dass bald eine Zeit kommt, in der die Menschen ein Mahlzeichen an ihrer Hand bekommen, dass sie ohne das Mahlzeichen weder kaufen noch verkaufen können. Und das wird langsam bald eingeführt. Da ist ja das Kranke. Musst du dein Geld nicht ausgeben. Darin steht, dass Geld wieder eingezogen werden kann. Zum Beispiel zur Geldmengenkontrolle. Bedeutet, gestern hattest du noch 500.000 drauf und heute ist es nur noch 250.000. Und es ist die Einführung verschiedener Geldbörsen mit unterschiedlichem Funktionsumfang beschrieben. Konkret heißt das, es wird Geldbörsen geben, für die du wenige Daten angeben musst, die dann aber auch einen sehr eingeschränkten Funktionsumfang haben. Und es wird Geldbörsen geben, die einen größeren Funktionsumfang haben, aber die dann auch vollständig durchleuchtet sind, bei denen die EU alle Transaktionen und was du auch immer damit machst, nachvollziehen kann.
Alles in allem ist das aus meiner Sicht eine absolute Katastrophe für eine freiheitliche Gesellschaft und in meinen Augen ein Orwellsches Horrorszenario, was da auf uns zukommt. Das ist das, siehst du? Was bisher noch? George Orwell wird in die Tat umgesetzt, der wird Realität. Ne? George Orwells 1984 oder wie das heißt. Das ist geisteskrank. Und davor hat die Bibel gewarnt, ne? Dass die Zeit bald kommen wird, dass dem Menschen ein Mahlzeichen gegeben wird an ihre rechte Hand, dass sie weder kaufen noch verkaufen können, wer nicht dieses Mahlzeichen hat. Ja, und die Menschheit ist sich gar nicht bewusst darüber, ne? Absolut geisteskrank, absolut geisteskrank. Sie denken, dieses Bargeldsystem funktioniert noch ewig. Nein, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze zusammenkommt. Eis ist wurscht. Oh, schade. Ist das ein Esel da oder Pferde? Pferde, ne? Halt's Maul, oder? Ding. Hat die gerade gesagt, halt's Maul? Nein, das Mahlzeichen ist nicht das Siegel Halal. Es wird ja ein Zahlungsmittel sein. Das heißt ja verkaufen und kaufen und verkaufen. Also wird es Zahlungsmittel sein. Da kann nicht irgendein Halal-Zeichen sein. Ja, 27 Jahre lang hält das Scheinsystem, ja. Ja, irgendwann mal zerbricht, das ist nur eine Frage der Zeit. Das ist das. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das ganze System zusammenbricht und etwas Neues kommt, ne? Das ist das. Oh, die Nachrichten. Lügenpresse! 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 Die Leute haben zu viel Kamelurin getrunken. Ne? Das war eindeutig wieder viel zu viel. Oh mein Gott, ich dachte nur unter den Kamelurin-Fetischisten gibt es sowas, aber die sind ja, die legen nochmal eine Schippe drauf. Lügenpresse! Lügenpresse! Ist das krank? Ja. Gottes Segen. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Die Muslime haben den Satan zum Vater. Ja, also ganz Unrecht hat er ja nicht, ne? Als der Jesus Christus zu den Pharisäern sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Das, was euer Vater begehrt, das wollt ihr auch tun. Genauso haben auch die Muslime den Teufel zum Vater, ne? Das ist das. Der von Anfang an ein Menschenmörder war. Und er steht nicht in der Wahrheit. Ein Lügner von Anfang an. Deswegen erlaubt er Allah ja auch in Sure 3, Vers 28 Lügen. Die Taqiya, ne? Weiß ja jeder von euch. Ihr seht also, dass der Koran, beziehungsweise ja, der Allah im Koran diese Dinge den Muslimen mitgibt, ne? Dass sie lügen und betrügen dürfen, bis sich die Balken biegen. Ne? Al-Ma'arid, das Prinzip der Lüge, Kunst der Lüge. Bösartig. Jesaja 40, 31. Jesaja 40, 31, das ist ein sehr, sehr schönes Kapitel und ein sehr, sehr schöner Vers. Jesaja 40, 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen. So ist das. Der Herr Jesus Christus gibt uns jedem, der an ihn glaubt, den Glauben der Hoffnung. Ne? Das ist das Schöne. Matthäus 5, Vers 9. Ist das nicht die Bergpredigt? Matthäus 5 ist die Bergpredigt, ne? Glückselig sind die Friedfertigen. Denn sie werden Söhne Gottes heißen. Amen. Wundervoll. Ja, wir werden eines Tages die Kinder des Allerhöchsten sein. Ne? Denen gab er das Anrecht, sich Kinder Gottes zu nennen, ne? Die ihn aufnahmen. Die den Herrn Jesus Christus in ihren Herzen aufnehmen. Ihr, wir. Ich hoffe, dass noch so viele Muslime das begreifen, dass dieses ganze Ramadan-Zeugs und Pilgern, Zakat und dieses ganze dich nicht vor Gottes Strafe schützen wird.
Du wirst also bezahlen müssen. Ja. Dieser Weg des Islams kann nur ins Verderben führen. Ne? Nur ins Verderben. Macht mich traurig. Ne? Sehr, sehr traurig. Sehr traurig. Dass sie ihre Ewigkeit wegwerfen für eine Religion, in der Gott ihnen sagt, vielleicht werde ich euch vergeben. Obwohl der Herr Jesus Christus alles vorbereitet hat, den Muslimen immer wieder die Hoffnung gibt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Wasser, die Quelle des Lebens, alles. Ne? Wer von mir, von dem trinkt, was ich ihm gebe, dem wird nimmer dürsten. Wer von dem isst, das ich ihm gebe, dem wird nimmer hungern. Wer mir folgt, der wird nicht mehr in der Finsternis wandeln. Ja. Die Muslime verstehen das leider nicht, das ist das Problem. Verstehen es nicht. Traurig. Traurig, traurig, traurig. Was war das denn? Fensterkorb, aber dankeschön. Sarai. Danke, Sarai. Danke auch an alle anderen hier. Gott segne euch und eure Familie. Hallo? Das ist ein Verschwörungstheoretiker, natürlich. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ich wollte fragen, ob Katzen in den Himmel kommen. Bitte? Können Katzen in den Himmel kommen? Miau, weg, will miau, miau, miau. Hallo! Was ist das, ey? Diese Leute sind am Ende. Hallo? Hi, mein Lieber. Einen Moment, bitte. Ich hole dich gleich wieder rein, ja? Ja. Ich muss kurz was erledigen. Bis gleich. Bis gleich. Ja, ich komme gleich wieder, ihr Lieben. So. So, dann hallo, gut. Gott segne dich. Gott segne dich und deine Familie. Danke, Dude. Bruder, schau jetzt. Ja. Ich finde diese Happy Ramadan in Frankfurt, das ist schon gar nichts gut, ne? Das ist eine Katastrophe. Ich als Ex-Muslim bin ich sehr wütend, dass die Deutschen sowas zugelassen haben, ne? Ja, das ist so Verrat, ne? Das ist ein Schlag gegen das Gesicht der verfolgten Christen weltweit, die Menschen, die unter den Islam verfolgt werden und nackend therapiert werden, ne? Stimmt, ja. Also ja. Das finde ich gar nichts gut, ne? Nee, der Islam dürfte ja als Religion gar nicht akzeptiert werden. Für das, was der Islam vorhat, ist es keine normale Religion. Nee, ich habe in YouTube vor ein paar Tagen geschaut in Kabul, ne? Weißt du, wie friedlich dort ist? Weißt du, wie der Staat schön aussah? Die Leute haben Frieden dort. Auch unten diese TikTok-Sportlich-Terrororganisation. Wie heißt diese Anführer? Ich weiß nicht. Wen meinst du, vom Islamischen Staat oder was? Genau, ja, vom Islamischen Staat, ja. Ja, Abu Bakr al-Bakr. Frieden unten. Also, es ist besser wie in Deutschland, ne? Die Leute sind happy, die Leute sind glücklich, die Leute
spazieren, laufen, es steht keine Gefahr, niemand geht klauen, niemand vergewaltigt die Frauen, alles ist happy, alles ist gut, alles ist wunderschön. Ne, der Sonne scheint, TikTok sportlich, ne? Und hier in der EU herrscht wirklich eine Katastrophe. Und hört nicht auf. Tja, das ist so, ne? Das ist ja das Problem. Jeden Tag höre ich, in Zeitungen lese ich, eine Mädchen wurde vergewaltigt, eine Junge wurde getötet, das und das und das. Und das hört nicht auf, ne? Ja, jetzt haben wir diese islamische Ramadan, 30 Tage wird friedlich vielleicht sein. Dann werden sie wieder anfangen, wo sie aufgehört haben. Ah, den Ramadan sind die alle schlecht gelaunt und machen die übelsten Faxereien, ne? Ja, siehst du? Ja. Sehr schlecht gelaunt, ne? Natürlich. Das ist Katastrophe, echt. Wenn man zum Beispiel, ich bin gereist in mehrere europäische Städte, ne? Paris, Berlin, überall, ne? Frankfurt und so. Mein Gott, ne? Was da abläuft? Gibst du? Man ist nicht mehr sicher, auf die Straße zu gehen oder auf eine Bank zu setzen, ne? Immer kommen die, ne? Weißt du? Diese Gesichter, ne? Das ist wirklich Katastrophe. Ich als Ex-Muslim akzeptiere ich das überhaupt nicht. Also, es sollte sich wirklich was ändern, ne? Hier wird sich überhaupt nichts ändern. Die Christen einen Rat geben, sie sollen nicht warten auf wieder, auf schnelle zurückkommenden Jesus, ne? Sie sollen wirklich eine andere Politik einführen, ein anderes Gesetz, rasche und klare und schnelle Abschiebung und sowas, ne? TikTok sportlich, ne? Das wird nicht geschehen. Das wird niemals geschehen. Ne. Okay, Jesus kommt. Ich hoffe, ne? Nein, aber wann kommt er? Ja, Jesus wird kommen, ob wir wollen oder nicht, ob die Muslime wollen. Er wird kommen, aber vielleicht in 100 Jahren oder 200 Jahren. Was wird von den Christen dann sein, ne, in der EU? Ich glaube es nicht, nein. So lange kann das gar nicht mehr dauern, weil alles läuft auf Hochtouren mit Bargeld verschwinden, ne? Das wird heftig. Ja, ich hoffe, dass die AfD gewinnt und dass es was ändert. Nein, nee, sonst wir machen keine Werbung für Politik oder sowas. Mach's gut, mein Lieber. Gott segne dich, ja? Danke dir, Gott segne dich. Ciao. Wir machen hier keine Werbung für irgendwelche Parteien oder was, ne? Wir üben Kritik aus, ja, und rufen die Menschen natürlich zum Herrn Jesus Christus, ne? Aber was will denn eine kontrollierte Partei, ne? Was will die denn ändern? Bei so vielen Millionen von ihnen. Genau, das Ende ist nah, ne? Was ist das? Das Ende ist nah. Ich muss immer wieder an diese Simpsons-Serie, an diese Serie, warte ganz kurz einmal. Ich muss immer wieder an diese eine Szene bei den Simpsons, muss ich mich erinnern, ne? Als der Gründer von Simpsons, dieser Matt Groening, eine Folge rausgehauen hat, wo sie genau auf die Entrückung abspielen. Und ihr wisst ja, dass sehr oft bei den Simpsons alles eingetroffen ist, ne? Das ist so krank. Danke, Alina. Und da gibt's ja eine Szene, wo der Homer mit seiner Tochter Lisa in der Dings sind, im Kino, dann sehen sie den Film Zurückgelassen. Left Below. Kennt ihr diese? Ich glaube, einige kennen das schon von euch, aber ich glaube, einige auch nicht. Warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz was gucken. Ja, für die es noch nicht kennen. Das macht so gut wie jeder. Polizei. Wir leben in modernen Zeiten, das macht so gut wie jeder. Wohin ist mein christlicher Chauffeur verschwunden? Wie krass, ne? Wohin ist mein christlicher Chauffeur verschwunden? Damit will der Macher von Simpsons, der Matt Groening, das ist ja Hochgrad Freimaurer, der Typ. Der weiß genau, was abgeht mit Bibel und was bald geschehen wird mit Entrückung und so. Das hat er den Leuten schon mal gezeigt, ne? Aber die breite Masse, die wissen ja ganz genau, dass die breite Masse das niemals checken wird. Die sind ja mit ihren Religionen zufrieden und alles ist wundervoll. Hauptsache nicht Jesus Christus. Und guck mal hier, wie der sich über diese Leute lustig macht. Pass mal auf. Mein gottesfürchtiger Ehemann ist verschollen. Mein Baby, das ich taufen... Mein gottesfürchtiger Ehemann ist verschollen. Mein Baby, das sich taufen hat lassen. Lassen wollte, ist weg. Mr. Thompson, was geht hier vor? In den Himmel aufgefahren und der Rest von uns wurde hier unten zurückgelassen. Oh, und zurückgelassen? Wo habe ich denn das schon mal gehört? Das ist der Titel des Films. Oh, Wahnsinn. Das ist überall.
Wir waren solche Narren, und weil wir Gott verschmäht und uns stillschweigend Satan zugewandt haben, müssen wir jetzt unter der Apokalypse leiden. Wie heftig, ne? Und ihr wisst ja, wie oft das eingetroffen ist, ne? Wie oft das eingetroffen ist, was Simpsons da von sich gegeben hat, ne? Und genau das wird auch passieren. Genau, auch das mit Corona, wo dieser Chinese in den Karton am Husten ist. Und auf einmal kommt dieser Virus mit nach Amerika, nach Europa und so, ne? Habt ihr gesehen? Auch mit der 11. September, ganz genau. Und die Leute checken das nicht. Die denken, das ist einfach so ein Cartoon, der abgespielt wird, ne? Ist das krank? Guck mal hier. Und ich hab gedacht, alle Religionen wären ein Weg zu Gott. Ich hab mich geirrt. Warum habe ich meinen Glauben auf Wissenschaft und Technologie gerichtet? Warum habe ich meinen Glauben auf Wissenschaft und Technologie aufgebaut? Wahnsinn, ne? Die meisten vertrauen ja nur noch der Wissenschaft, Technologie, und weil das alles so hochmodern ist, hat der Satan natürlich die Leute komplett auseinandergenommen, ne? Hammer. Hallo? Hallo mein Lieber, Gott segne dich. Ramadan Mubarak, wie geht's dir? Ja, Ramadan Mubarak. Dankeschön, wie geht's dir? Ja, Alhamdulillah, Jesus, mir geht's gut. Und dir? Alhamdulillah, ich wollte fragen, fastest du eigentlich? Ja, auf meine Art und Weise. Ja, auch diesen Monat? Nein, wenn ich faste, dann sage ich das niemandem. Okay, aber ist doch Ramadan, warum fastest du nicht? Weil ich zu viel Moslem bin. Wie bitte? Ich bin zu heftiger Moslem, deswegen feiere ich nicht. Danke, Kevin. Deswegen fastest du nicht? Ja, genau, weil ich schon die ganzen Stufen erreicht habe, des Muslims sein. Tamam, okay, guck mal, nach Iftar wollte ich zu einem Shisha-Bar gehen. Kannst du mir irgendwas empfehlen? Ich empfehle dir Smoke and Pray. Das ist doch dein Kaffee, oder nicht? Ja, deswegen sage ich ja, komm zu mir. Da kannst du für schlechte Gewissen kannst du direkt nebenan direkt beten. Ist kein Problem. Habe ich extra eingerichtet. In welcher Stadt ist das? Das ist in Buxerude. Da neben Montana Black habe ich das aufgebaut. So, ist leider ein bisschen zu weit, ja. Ist nicht schlimm. Also für gute Shisha-Bars kannst du auch ein bisschen fahren. Dicker, ich sag dir ehrlich, du wirst auf jeden Fall in die Hölle kommen. Nee, glaub mir, du wirst im Bett, wo du gerade liegst, wirst auch da bleiben. Nämlich du verpennst dein Geld. Nicht nur, guck mal, was das für ein Bild ist. Du liegst im Bett, so genau so. Verpennst du deine Ewigkeit und dein ganzes Leben ist wie pennerhaft. Mach dir Sorgen um deine Ewigkeit, sag ich dir ehrlich. Krass, ne? Ich mach mir Sorgen gerade um dich, weißt du auch warum? Weil du nicht in der Lage bist, einmal in deinem Leben, auch nur einmal in deinem Leben, die Evangelien mal aufzuschlagen, um zu schauen, was Jesus Christus für dich getan hat. Sorgen um deine Ewigkeit, Alter. Ja, okay, ich mache mir Sorgen um Allahs Schienbein, danke. Möge Allah dich links leiten. Der liegt einfach wie verpennert zu Hause und sagt zu mir, mach dir Gedanken um deine Ewigkeit. Ja, das ist das Bild der Muslime hier, ehrlich. Nur am Schlafen quasi. Die verpennen ihre Ewigkeit, Wahnsinn, ne? Ja, genau. Frag nach so dumm, was ist du? Einen Moment, ich komme gleich wieder. Ja, ich will gar nicht wissen, was jetzt bald abgehen wird. Wieder die Christenverfolgung nimmt jetzt bald wieder richtig zu, ihr Lieben. Durch Ramadan. Weil die Muslime ja nichts Besseres zu tun haben in den islamischen Ländern, als unsere Geschwister hardcore zu unterdrücken. Und hier fast jede Stadt mit unseren Steuergeldern Ramadan Mubarak auf. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Ich bin so entsetzt darüber. Ja. Aber gut, das muss alles geschehen. Damit der XYZ Individuum hier aufwacht. Aber auch Penny bleibt dann fast für aufwachen. Die werden nie aufwachen. Das ist das Strafgericht, was der Herr den Menschen hier in Europa gegeben hat. Ihr wollt den Herrn nicht, dann kriegt ihr den Islam. Und zwar in seiner vollen Härte.
müsst euch mal vorstellen, unsere Geschwister in islamischen Ländern sind da übelst am Leiden unter dem Islam und diesen islamischen Regeln. Und dann hast du hier in Deutschland, wie die den Teppich ausrollen für diese Religion. Und dann, wenn sie eines Tages die Oberhand haben, dann werden sie genau das machen, was die Deutschen in ihren Ländern machen. Das ist das geisteskrank, ist das, Mann. Kannst du niemandem erzählen. Lass uns eine Geschichte hören, was für Gesichter der Verfolgung, hä? Kennt ihr das? Gesichter der Verfolgung, ne, bei Open Doors. Gesichter der Verfolgung. Gesichter der Verfolgung. Das ist so krank. Latifa aus Nordafrika. Meine Tante fand bei meinem Cousin eine Bibel. Weil sie dachten, ich sei dafür verantwortlich, gingen sie alle auf mich los. Hör genau zu, mein lieber Muslim. Während du hier in Schlaraffenland Deutschland alles machen darfst, deine Religion ausleben kannst, sogar noch hier behaupten darfst, dass unsere Bibel verfälscht wäre und, kannst du noch nicht einen Ton sagen in den islamischen Ländern, ohne dass man dich misshandelt, massakriert und nackentherapiert und... Ach, ja, gut zu. Sie schlugen alle gleichzeitig auf mich ein. Unfassbar. Die ganze Gruppe, das war echt brutal. Sie haben einmal zu meiner Mutter gesagt, dass es gemäß ihrer Tradition erlaubt sei, mich zu töten. Auch mein Mann war mehrfach Opfer ihrer Mordversuche. Einmal schlugen sie ihn so hart auf den Kopf, dass wir dachten, er würde sein Gedächtnis verlieren. Wechseln Muslime ihren Glauben und werden beispielsweise Christen, sind sie oft einem großen Druck durch ihre Familien ausgesetzt. Selbst wenn das Gesetz ihres Landes ihnen erlaubt, ihren Glauben frei zu wählen und zu praktizieren, erleben sie in islamisch geprägten Ländern auch gesellschaftlich Schwierigkeiten. Seht ihr, wie heftig? Doch auch der psychische Druck belastet die oft isolierten Christen stark. Anna Latifa. Und dann hast du hier Deutschland, wie sie Ramadan Mubarak proklamieren. Überall in den Straßen. Wie verrückt ist das Ganze? Heftig, ne? Wie kaputt ist das Ganze denn bitte? Kann mir das mal bitte einer sagen? Wie kaputt? Das ist beschämend. Ist das beschämend? Aus Nordafrika. Ich wurde verfolgt, weil ich Christin bin. Wie verrückt ist das Ganze? Heftig, ne? Wie kaputt ist das Ganze denn bitte? Kann mir das mal bitte einer sagen? Wie kaputt? Das ist beschämend, ist das beschämend. Aus Nordafrika. Ich wurde verfolgt, weil ich Christin bin. Ich dir liebe, ne? Stell mal vor, in dieser christlichen Mehrheitsgesellschaft würden wir jetzt losziehen und ihnen das antun, was der Islam uns antut. Wahnsinn, ne? Wir würden ihn aus seinen Häusern vertreiben, seine Eltern auseinandernehmen, ihn zwingen, den christlichen Glauben anzunehmen. Das, was Mohammed gesagt hat, getan hat. Mohammed hat das nicht gesagt, mein Bruder. Kannst du es nachweisen? Okay, schlag mal bitte auf Sahih Muslim, Buch 1, Hadith 33. Okay, und was steht da? Da steht, Mohammed wurde angewiesen, alle Menschen zu bekämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und er der Gesandte ist. Kommen Sie dieser Forderung nach. So ist ihr Leben und ihr Besitz vor ihm sicher. Machst du daran so verwerflich? Ach so, ich darf dich bekämpfen, bis du die Shahada sagst? Ja. Ah, habt ihr es gehört, ihr Lieben? Daran ist nichts verwerflich. Ey Bruder, ich wollte nur normal reden. Mach mir doch jetzt nicht diese Politik, ja, Ulla. Warum machst du das? Ja, ist es nicht beschämend, dass du einer Religion angehörst, die sowas proklamiert? Guck mal, im Endeffekt, guck mal, du und ich, wir werden beide vor Allah stehen, am Ende des Tages. Wir werden überhaupt nicht vor Allah stehen. Ja, das kannst du Allah jetzt nicht sagen. Allah ist nur ein Bein, ja, wir werden niemals vor einem Bein stehen. Allah ist mein Zeuge, Alhamdulillah. So, du kannst jetzt sagen, was du möchtest, du kannst kritisieren, was du möchtest, du kannst lügen, wie du möchtest. Das ändert nichts daran, dass du im Endeffekt trotzdem vor Allah sein wirst. Wir werden nicht vor Allah stehen, zum hundertsten Mal. Lack, brüll nicht, du Affeld. Dann mach mal deine Kamera an erstmal, was ist los bei dir? Hier, hast du ein Problem. Was brüllst du? Hä? Oh, was ein Bart. Dein Bart ist geil, Bruder. Ich sag dir ehrlich, auf einmal bist du ganz leise. Ja, aber sag mal, Wallah, ich kaufe dir seit... Warte, du bist seit längerem aktiv auf YouTube. Wir werden niemals vor Allah stehen. Hast du das kapiert, Mann? Wir werden niemals vor einem fliegenden Ziegenbein stehen, der zwei rechte Hände hat. Ey, Bruder, lass mich mal ausreden.
Okay. Ja, aber machst du YouTube-Sache seit 12 Jahren? Geh mir nicht auf die Nerven, nicht. Liegt da in seinem Kinderzimmer und macht sich wieder Gedanken um seine Ewigkeit, labert einen von, wir werden vor Allah stehen, glaubt nicht mal an seine Religion. Ist das so fast? Danke dir, vielen Dank. Ja, da seht ihr, das war so Euro-Shishaismus. Das war der sogenannte Euro-Shishaismus. Aber der war gut, ne? Schrei nicht, zeig erstmal dein Gesicht. Dein Gesicht zeigen. Ja, boah, was für ein Bart. Das ist so heftig. Ich muss mich verstecken vor euch. Sonst ihr meldet mich wie verrückt. Das ist ja auch krank, ey. Mit dieser Maske im Auto drin, das kannst du keinem erzählen, wie kaputt die Leute sind. Mit dieser Atemwegsmaske im Auto, alleine. Das seht ihr mal, wie kaputt diese Gesellschaft ist. Mit Atemwegsmaske in seinem eigenen Auto. Neben mir gerade. Schaut euch das mal bitte an. Absolut geisteskrank. Oh, Jesus Christus. Danke, Frankfurt. Bing Amir. Hi, mein lieber Olli, wie geht's dir, Bruder? Ja, sehr gut. Lange nicht mehr gehört, war lange nicht mehr drinne. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, Hand und Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir denn? Ja, sehr schön. Mir geht's auch gut, dem Herrn sei Dank. Ich wollte dich fragen und auch gar nicht so nerven damit, aber wegen deinem Livestream, weißt du, wir warten alle schon gespannt, weil wir glauben alle, dass der nächste Livestream auch das Potenzial hat, viele Menschen zum Herrn Jesus Christus zu führen. Ja. Und du wirst ja auch bestimmt dann auch in deinem Livestream sagen, wie sehr der Herr Jesus auch sein Wort bewahrt hat und halt Allah das Schienbein nicht. Ja, genau, Allah das Schienbein, wenn ihr das seht, ne? Boah, ihr geht kaputt, ne? Die ganzen Aussagen der Gelehrten zu dem Thema Verfälschung, ne? Ja. Ja, das ist krank. Ja, ich muss nur irgendwie diesen Moment finden, wo ich dann auf einmal dann live komme und dann, weil es wird mehr als 2-3 Stunden dauern, ne, wie ich das alles vorlesen muss, alles zeigen muss. Aber also, hast du das eigentlich wieder hinbekommen, dass du das gefunden hast? Der Bruder Tony hat, glaube ich, dir mal geholfen, ne? Ja, genau. Ich habe das alles wieder gefunden und sogar noch bessere Sachen hinzugefügt, was mir nicht eingefallen ist. Siehst du, Hammer. Ja, wundervoll. Sehr schön. Ja. Naja, ja, ist klar, dann störe ich nicht weiter, mein Lieber. Ich wünsche dir einen schönen Tag und Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber, ja. Mach's gut, ja. Ciao. Oh, danke, Red BMW. Roter BMW E36. Gott segne euch alle, ihr wundervoll. Aber da seht ihr mal, diese Ungerechtigkeit, ne, die eben diese Ungerechtigkeit sind. Die Muslime wollen nicht schauen, wie die Christen in den islamischen Ländern behandelt werden, ne? Aber wollen im Gegenzug auch nicht so behandelt werden, wie sie andere behandeln. Das ist ja auch nochmal das Kranke. Ich würde niemals einer Religion angehören, allein schon von dem Aspekt gesehen, würde ich niemals einer Religion angehören, die so aufruft, Andersgläubige wegen ihrem Glauben zu unterdrücken. Aber und zwar vom Allerfeinsten, ne, ihr Lieben, ihr wisst ja, nach Sure 9, Vers 29 ist das der absolute Knaller, ne? Nur wegen das, dass wir an Jesus Christus glauben, das reicht allein schon aus. Danke, roter BMW, danke dir. Red BMW. BMW. Ja, ist das nicht beschämend? Ist das nicht beschämend, ihr Lieben? Ja, und dann hörst du die Muslime, die in Europa schreien, Islam ist Frieden, ihr seid Hetzer, hört auf zu hetzen und so, anstatt selber mal den Koran aufzuschlagen, um zu schauen, woher das ganze Leid denn herkommt, was die Christen durchmachen. Das wollen die nicht, die haben Angst. Auf einmal sehen die, diese Leute, die wir als Hetzer betiteln, sind gar keine Hetzer, die sagen die Wahrheit. Unsere Religion ist das Problem, nicht diese Hetzer. Wir sind das Problem. Unsere Religion ist das Problem. Unsere Schriften sind das Problem. Das dazu aufruft, Andersgläubige, Andersdenkende zu unterdrücken. Wir sind das große Problem. Wir dürfen uns also nicht wundern, wenn es Länder gibt, die uns aufgrund unseres Glaubens das antun werden, was wir Andersgläubigen antun. Wir dürfen uns also nicht beschweren. Ne? Ein vernünftiger Muslim, der rational denkt, müsste natürlich dementsprechend ja auch nachdenken und genau diese Worte wiedergeben, die ich gerade wiedergebe. Ja, ich brauche mich also nicht zu wundern,
warum ich aufgrund meines Glaubens unterdrückt werde, weil ich selber jemand bin, der unterdrückt. Versteht ihr? Das ist ja das Kranke. Ich selber möchte nicht unterdrückt werden, aber gehöre einer Religion an, die Andersgläubige unterdrückt. Wie passt das denn zusammen? Entweder du akzeptierst, dass man dich dann aufgrund deines Glaubens von irgendwem oder irgendjemand dich dann unterdrückt, oder du gehst raus aus dieser Religion. Das ist das. Danke, Verfassungsschutz. Hier, Verfassungsschutz ist immer da. Verfassungsschutz beobachtet immer. Der Verfassungsschutz. Besser, beste. Jeder müsste Hijra machen. Ja, eigentlich dürften die Muslime gar nicht hierbleiben. Sure 47, Vers 4, Tafsir ibn Kathir. Der Allah warnt die Muslime, dass sie nicht in den Ländern der Kuffar bleiben sollen. Ne? Die sollen auswandern, Hijra vollziehen. Ja? Wenn die sich vergnügen mit Ochsenschwänze halten und der Landwirtschaft, so wird Allah sie erniedrigen. Das steht in Sunan Abi Dawud. Das ist das geisteskrank, Mann. Danke. Das, was wir hier sehen, sind eigentlich ja Hobby-Muslime, genau. Nur ein Handvoll Muslime, die möchte das ja bald irgendwie durch die Islamisierung versuchen, das Gesetz irgendwie zu ändern. Ne? Danke, Verfassungsschutz. Natürlich hat Amir recht. Hallo? Ich zitiere aus ihren Quellen. Wenn ich also Unrecht habe, so ist ja ihre Religion ja fake. That's the problem. Danke, Verfassungsschutz. Ja, ist nur traurig, dass diese Leute halt nicht weiter denken können, ne? Und dann schreien sie, oh, wir wollen mehr Rechte, wir wollen mehr Rechte. Die haben ja schon mehr Rechte als alle anderen hier. Die Gerichte geben den Muslimen so eine Art Bonus. Religionsbonus. Kennt ihr das? Afghane oder Syrer oder die hier hingekommen sind und Straftaten begangen haben, die bekommen Bewährung, alles. Das ist geisteskrank, Mann. Genau wie die Richterin, die das Urteil gesprochen hat, als dieses kleine Mädchen verge, ihr wisst schon, von 9 Leuten. Einer von ihnen wurde nur verurteilt. Die anderen kamen alle frei. Ist das ein Urteil, das gesprochen werden sollte? Ja, der Name dieser Richterin ist natürlich vermerkt worden, ne? Irgendwann mal, wenn das System sich verändern sollte, diese Richter werden dann auch eines Tages zur Rechenschaft gezogen, ne? Es kann jederzeit, der politische Wind kann sich jederzeit drehen in diesem Land. Das ist das. Und dann werden natürlich diejenigen, die solche Urteile damals gesprochen haben, das wird ja alles vermerkt. Du kannst ja nicht einfach Leute, die ein kleines Kind so alkoholisiert oder was auch immer, die da dem Kind da gegeben haben und einen nach dem anderen das getan haben, Bewährungsstrafen geben und so. Was ist das für ein System? Wie marode und kaputt muss das System hier sein? Wie Low-Class-Level. Das ist also das Urteil einer Richterin, die jahrelang studiert hat, um gerechte Urteile zu fällen, dass sie Menschen, die aus anderen Ländern hinkommen und so eine Straftat begehen, das ist ein Wahnsinn. Stellt euch mal vor, das wäre einer eurer Familienmitglieder. Und ihr seid vor Gericht und dann verlangt ihr von der Richterin, dass jetzt Recht gesprochen wird. Und dann sagt die Richterin, ja, im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil, im Namen von uns allen. Das ist krank. Das ist krank im Namen des Volkes. Ja, ihr alle, ihr gehört ja mit zum Volk. Ihr alle gehört ja mit zum Volk. Das ist ja das Kranke. Im Namen von euch hat sie auch gesprochen. Ist das zu fassen? Und dann sagt, und dann steht ihr auf einmal da, verlangt, dass die Richterin diese ganzen Leute jetzt ins Gefängnis schmeißt. Auf einmal sagt die, ja, der eine wird zur Geldstrafe verurteilt und die anderen kommen dann frei und der andere bekommt auch noch so vielleicht 6 Monate auf Bewährung. Ah! Ist das zu fassen? Und dann stehst du da, bist total am Ende, weil dein Kind schon dermaßen traumatisiert ist von der Tat. Und dann hast du noch die Richterin, die dieses Urteil spricht. Ja, wie willst du denn damit umgehen? Ist das also eine gerechte Richterin? Das ist eine einzige Katastrophe, ist das, Mann. Kein Wunder, dass dann Leute durchdrehen und aufgrund dieser Rechtsprechung hier auf einmal selber handeln. Wie oft haben wir das gesehen? Dass sie ihre Kinder dann in dem Moment ihre Ehre wieder zurückholen. Das ist auch nicht richtig. Klar, das ist der Wahnsinn, ist das. Du kannst ja nicht machen, was du willst, ne?
Aber in dem Moment, wie verzweifelt, ne, kann man auch irgendwo nachvollziehen, ne, entweder die Mutter oder der Vater, der dann handelt, ne, aus lauter Verzweiflung, weil er natürlich denkt, dass in diesem Land ja Recht gesprochen wird. Und dann siehst du auf einmal, wie Kinderschänder mit Bewährung wegkommen, Vergewaltiger mit Bewährung wegkommen und so. Absolut krass. Absolut krass. Das ist natürlich beschämend, ne? Beschämend. Aber was willst du denn dazu sagen? Was willst du dazu sagen? Ja, seit 2017 oder was, seit diese Flüchtlingswelle kam, ne, kam ja auch unkontrolliert alles mit rein. Ihr wisst ja, dass sehr viele IS-Kämpfer auch hier sind. Durch die Flüchtlingswelle kamen ja auch sehr viele hin. Damit sie irgendwann demnächst, wenn der Befehl des Imams ertönt, dann loslegen, ne? Jetzt vor kurzem hatte Sam Shamoon, ihr kennt das Sam Shamoon, der in Amerika sehr, sehr tätig ist. Der ist ja mittlerweile so überall bekannt, ne? Entschuldigung. Er ist ja überall bekannt. Und da hat er ein Gespräch geführt mit den Schiiten. Und selbst diese Schiiten haben sogar zugegeben, meint er, wenn ihr zum Beispiel, ihr hört ja auf eure Imame. Und da hat er zu denen gesagt, ja, was ist denn mit Sure 9, Vers 29? Da steht, der Kampf gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben. Also der einzige Grund, warum Allah euch befiehlt, gegen uns Juden, Christen und alle Andersgläubigen zu kämpfen, ist, weil wir nicht an Allah und seinen Gesandten glauben und nicht das verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben. Also Schweinefleisch, Essenssachen und, Alkohol und was weiß ich was. Und dann aufgrund dieser Tatsache müssen die Muslime dann handeln. Ja, Ramadan Mubarak, genau. Ramadan Mubarak. Ja, und dann hat dieser Schiite dann zugegeben. Dann hat er gesagt, ja, wenn der Befehl des Imams ertönt, dann werden wir dich bekämpfen. Ja, dann werde ich Folge leisten. Und das ist das. Das ist das. Weil wenn der Imam zum Befehl zum Kämpfen ertönt und die Gemeinschaft nicht mitmacht, so sündigt die gesamte Gemeinschaft. Das ist ja. Nein. Ach, das ist diese Ex-Muslim. Seid ihr in der Schule? Oder macht ich meine ja. TikTok Sport gespielt. So unglaublich. Wir sehen uns in der Hölle. Nee. Bestell deinen Imam und Sahaba schon mal einen schönen Gruß, wenn du da bist. Fasten brechen mit Kamel, ja genau. Und darf man in Ramadan-Zeit TikTok machen? Das ist doch auch schmutziges Geld, ja. Muss immer so einen Imam fragen, ist es erlaubt in Ramadan Matches zu machen, denn ist den Scheiß egal. Das Geld und alles andere steht über allem bei denen. Was ist das? Mach mir bitte Gender Song. Gleich. Danke, Kilian. Ja, ist traurig, ne, wenn man darüber nachdenkt, ne, weil man, was so in letzter Zeit alles passiert ist und tagtäglich hörst du ja nur noch, der hat da vergewaltigt, der hat da gemordet, der hat da zugestochen, der hat da jemanden das Leben genommen, da wurde ein Mädchen wieder belästigt und hier wurde das gemacht, in der Bahn hat jemand mit der Axt und hier und da, jeden Tag. Und das ist ja nur die Vorwehen. Danke, Kilo. Das sind ja nur die Vorwehen von dem, was noch auf uns zukommt. Dass ich überhaupt noch hier so rumlaufe überall in Stadt, ist auch ein Wunder, ey. Und immer noch lebe, das ist geisteskrank. Danke, Marc. Matthäus 6,6 über Fasten, genau. Wenn ihr fastet, dann seid nicht wie die Heuchler, die an den Straßenecken stehen und meinen, dass man sie sieht. Und in den Gosse, also in den Straßenecken stehen und beten und dass man sie sieht und so. Ihr wisst ja, was die Muslime da machen, ne? Nach Ramadan rausgehen, beten und sowas, ne?
Guten Tag, Amir. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Okay. Ich habe eine Frage. Ja. Warst du früher Schiite? Nein. Was warst du denn? Ich war ein Muslim. Warst du Sunnite? Weder noch. Ich habe mich nur für die Sunniten interessiert, gar nicht. Also, aber hast du die Sunna des Propheten Rasulullah gefolgt? Ja, indem ich mir Alkohol gegehrt habe und es getrunken habe. So wie Mohammed. Wie Mohammed. Ja, der war auch, der hat sehr viel getrunken und die kam immer besoffen zur Moschee an, Sure 4, Vers 43. Aber ich habe eine Frage über die Bibel. Ja, aber warte mal, stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, keine Ahnung. Ja, wie keine Ahnung? Hast du noch nie dein Koran gelesen oder was? Guten Morgen. Ich habe eine Frage. Das hilft sich der Typ. Ich bin kein Hafiz, aber ich habe eine Frage. Ja. Warum sagt Jesus, dass man Kinder und Säuglinge töten soll? Er sagt das nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Er befiehlt Säuglinge zu töten. Okay, ich danke dir. Komm. Ich danke. Grüß dich, Ex-Muslim, wie geht's dir? Grüezi! Was kann ich für Sie tun? Was? Ananas, was kann ich für Sie tun? Nick, ich wollte nur ein bisschen mit dir quatschen. Ich wollte fragen, wie läuft deine Arbeit? Wohin gehst du? Ja, das lieferst ist ja so schön, dass du nachfragst. Dr. Scheren, dem geht's gut. Lieferst du Tabaks aus? Was sagst du zu den neuen Tabakregeln? Ich bin der größte Hetzologe von ganz Deutschland, Schweiz und Österreich, ne? Von daher ist das schon. Sei mal ehrlich, hast du mal was mit Michael Stürzenberger zu tun gehabt? Nee. Und Evan Peci auch nicht? Nee, ich habe nur einmal mit denen einen Livestream abgehalten. Was hältst du von denen? Was soll ich von denen halten? Die machen ihre Arbeit, Aufklärung. Und findest du die, gut, was die machen? Bitte? Findest du die Aufklärung richtig, was die machen? Ja, das, was die über den Islam da sagen, hat schon Hand und Fuß. Du weißt das doch, wie gefährlich der Islam ist. Nein, Quatsch, weiß ich nicht. Ich bin den ganzen Tag damit beschäftigt, das beste Kamelurin zu finden. Kein Wunder, dass du damit keine Ahnung hast. Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, dankeschön. Bitteschön. Wegen Sure 4, Vers, wie heißt es, 43, da steht gar nicht, dass es Mohammed war, der betrunken war. Ja, und die Sahaba kamen besoffen zur Moschee und haben gebetet. Ja, deshalb wurde der Vers offenbart, dass sie nicht mehr trinken dürfen. Also, hat Mohammed ja auch mitgemacht, oder nicht? Wo steht, dass Mohammed nicht mitgemacht hat? Dein Sheikh gibt das zu, der sagt, ja, er hat Nabis gemacht. Nabi, das ist Sheikh? Zeig mir. Ich weiß es nicht. Ja, der Sheikh gibt zu, es gibt eine Passage in Sahih Muslim. Geh mal bitte auf meinen YouTube-Kanal. Mohammed hat Alkohol getrunken. Auf Ex-Muslim erklären auf TV. Da okay, zeige ich dir das alles eins zu eins. Nein, passt schon nicht. Ich sage ja nicht, dass es nicht stimmt. Das Ding ist, wenn sie es getan haben, wurde eher ein Vers offenbart, dass sie es nicht mehr tun sollen, haben sie auch damit aufgehört. Was jetzt? Ja, von wem ist denn das Alkohol? Von wo soll ich das wissen? Von mir sicher nicht. Nein, ich meine, wer gebietet denn sowas, Alkohol zu gären? Ein Verkäufer? Was? Ein Verkäufer? Nein, ich meine, von wem ist das? Von Allah oder vom Teufel, der Alkohol? Was weiß ich? Ja, wie, was vom Teufel, du sagen? Vom Teufel sicher nicht. Von wem kommt denn das Alkohol? Von Allah oder von Satan? Von Satan nicht. Von was? Von Satan nicht. Von Satan kommt das nicht. Nö. Also möchte dein Gott die Menschen zum Berauschen bringen? Oder will der Satan das machen? Hä, hey, was? Ja, also wenn der Satan nicht dazu, dass die Menschen saufen? Ja, Satan, Allah sagt dir doch nicht, dass du saufen musst, gell? Aber bist du dir sicher? Ja. Ja, dann schreib mal bitte Sure 16, Vers 67 auf. Okay. Na, mach mal.
ich komme jetzt gleich wieder. Das ist ja Hammer. Schon wieder keine Einschränkung. Das ist ja wundervoll. Dr. Shaky ist back. Shaky Shake. Er ist noch am Shakern. Der Dr. Shake ist noch am Shakern. Hallo? Hallo. Ja? Ich warte mal, bis der Marcel fertig ist. Was? Ich warte auf den Marcel. Ja? Na toll. Na toll. Ich raff hier gar nichts mehr. Wir müssen nochmal eine Anfrage stellen. Komm sofort wieder. Hallo. Hallo, mein Lieber. Hallo, warum? Ich warte schon richtig lange. Du musst mal lange warten, ist doch nicht schlimm. Du musst Sabber haben. Ja, Sabber, Sabber. Oder willst du kein Hasanat sammeln? Richtig. Gehörst du nicht zu den Hasanat-Sammlern? Doch, natürlich. Ja, also. Ja, dann. Ich habe nur eine Frage. Ja, aber bringt mich das weiter, wenn du Hasanat sammelst? Also mich bringt schon. Ja, bringt mich weiter. Also wirst du dir durch Hasanat sammeln das Himmelreich verdienen? Ist Allah, ob ich hingehe oder nicht. Ja, aber warte mal, wirst du dir durch Hasanat sammeln das Himmelreich verdienen? Ja. Ehrlich? Nein, mit Hasanat, ja. Mit Guten, was ich mit Guten tue. Also ja. Diese guten Taten werden dich dann im Himmelreich lassen, ne? Nee, Allahs Barmherzigkeit. Ja, was machst du denn dann? Warum machst du die guten Taten, wenn dich das nicht sicher ins Paradies bringt? Ja, weil Allahs Barmherzigkeit größer ist. Hä? Ja, warum sammelst du gute Taten? Weil du erhoffst, dass Allah dir dadurch vergibt. Ja, weil Allah barmherzig ist. Al-Vergeben. Ja. Okay, habe ich verstanden. Aber warum praktizierst du dann diese gute Taten sammeln? Warum sammelst du das denn? Ja, weil es gibt, wird das auf irgendein Konto gut geschrieben und dann sieht man, dann hat der Allah so eine riesen Waage, wo der dann so zum Beispiel die guten Taten auf eine legt und die anderen auf die andere und dann entscheidet er das so? Wer Allahu alam? Ja, wie doch? Das sagt er ja, Mohammed. Der hat so eine riesen Waage, der Allah, der ist so ein Obsthändler und dann legt er die guten Taten auf die eine Stelle und die schlechten Taten auf die andere. Okay. Und so macht Allah das, also wie so ein arabischer Obsthändler. Nee. Ja doch. Arabischer Obsthändler, nee. Ja doch, wie erklärst du das denn dann? Ich habe keine Erklärung dazu. Also, ich bin nicht allwissend. Leider. Das hat nichts mit Allwissenheit zu tun. Was ist das für ein Gott, der einfach so eine Obstwaage hat, so eine riesen überdimensionale und dann die guten Taten von einem Muslim... Wo steht, dass es eine Obstwaage ist? Warte, wo steht, dass es eine Obstwaage ist? Ist doch keine Obstwaage. Du kannst sowas nicht mit einer Obstwaage vergleichen. Diese Leute haben kein Gehirn mehr, ohne Spaß.
Was? Nein, 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 nein. Unglaublich, unglaublich. Das ist doch keine Obstwaage. Wiegt der Allah ab wie ein Obsthändler, ja oder nein? Nein, er ist kein Obsthändler. Mein Gott, bitte, ich habe keinen Nerv für dich. Nein, bitte, 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 bitte. Nein, 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 kein Nerv, kein Nerv. Nein, nein. Ich muss meine Nerven schonen. So geht das nicht. Ich schaff das nicht raus. Das ist zu heftig. Ich hol dich in 5 Minuten rein, wenn ich mich wieder beruhigt habe. Ich brauch 5 Minuten, da hol ich dich wieder rein. Ich kann nicht mehr. Das ist doch keine Obstwaage. Das kannst du keine erzählen. Oh, Jesus. Einer besser wie der andere. Ah, mir zeigt dich, hier bin ich. I'm here. I'm Mr. Dr. Sheikh Abu Amir. The best sheikh of the universe. Ist das krank. Okay, jetzt habe ich wieder Zeit für dich. Ich habe mich wieder beruhigt. Okay, gut, Schluss mit lustig jetzt mal. Schon, wir haben genug gelacht, gell? Genau, wir haben genug gelacht. Also jetzt nochmal, warum sammelst du eigentlich Hasanat? Hasanat, weil wenn ich Sünden begehe, ist es schlecht. Also im Islam ist es ja das Prinzip, dass wenn du Hasanat sammelst, dass deine guten Taten deine schlechten Taten auslöschen, richtig? Ja. Ja. Wenn du also vor einem Richter stehst und einen Mord begangen hast, wie willst du das denn dann gut machen? Willst du dann dem Richter sagen, ja, aber ich habe 80 Mal der Oma über die Straße geholfen. Richter, lass mich jetzt mal raus. Hä, was ist das für eine... Hä, was? Hä, warte, du kannst ein dasselbe wie mit einem Richter nicht wie mit Allah vergleichen. Was blabberst du? Aber Allah ist doch ein Richter. Er will doch barmherzig und gerecht sein. Wie macht er das denn im Islam? Boah, da musst du Hamdi oder so fragen. Da, da muss ich Hansi fragen? Ja. Der die ganze Zeit nur am Lügen ist, dieser Hansi. Da sagt er, was? Wallahi, Wallahi, guck mal, diese Lüge, was die sagen. Ah, ich hat Samen gekratzt von Gewand von Mohammed während betet. Wallahi, diese Lügner. Ja, hä? Er hat es doch widerlegt. Ich bitte dich, komm, hör auf mit dem Müllhaufen. Ich bitte dich. Ja, bist du nicht Ex-Shia, wenn ich es so gehört habe?
Okay, ich danke dir, Ex-Chef. Ja, ich dir auch, Ex-Chef. Vielen Dank. Hamdi ist für ihn eine verlässliche Quelle. Unglaublich. Absolut Panne. Eduardo, jedemo, jedemo. Что радишь? Айда, айда. Der guckt einfach so Jugo TV. Desi, brate. Jesse, brate. Wie geht's, Bruder? Alles okay? Ja, alles gut. Du guckst gerade schön Jugo-TV, wa? Ja, Bruder. Bisschen so Radio hören. Bisschen Radio. Bei meiner Oma. Das läuft ja den ganzen Tag. Ah, okay, schön. Gott segne dich und deine Oma. Dich auch, mein Bruder, dich auch. Ich wollte nur sagen, Alter, du bist Killer-Typ, so bleib so, wie du bist, Bruder. Man merkt, du bist ein liebenswerter Mensch. Du hast alle sehr viel Liebe in dir. Bleib so, wie du bist, mein Bruder, ne? Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch und deine Familie auch, mein Bruder. Ciao. Ciao. Hörst du mich? Ich höre dich, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ich hab jetzt gerade gemerkt, dass du wieder seit langem, war ich halt nicht in deinem Stream drin, aber du hast wieder gegen unsere Abmachung verstoßen. Du wolltest ohne Hass und ohne irgendwie provozieren den Islam offenlegen, hast du ja gesagt gehabt damals. Und jetzt hast du ja schon wieder... Danke für Kamelurin. Weiter. Ich habe keinen Nerv für Kamelurin. Kein Nerv auf Kamelurin. Hallo, Ami. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ja, danke gleichfalls. Du, Ami, ich wollte kurz, also ich fahre beruflich Kinder zur Schule. Und wenn ich teilweise wirklich höre, weil ich kann ja nicht anders, ich höre die Kinder, wenn sie unterhalten, muslimische Kinder, die sind 7, 8 Jahre alt, Amir, glaub mir. Also, ja, die reden wie der letzte Haufen Müll, ne? Wirklich, die Amir, das stimmt. Also da frage ich mich... Ja, was, siehst du, und wen vergiften sie damit? Die ganzen anderen Kinder. Weil sie so reden, reden auf einmal alle anderen genauso. Krass, ne? Genau. Und das ist jetzt nicht, weil wir sagen, nein, aber die christlichen Kinder, beziehungsweise die sind nicht so, Amir, die reden nicht so. Die reden nicht so. Das sind hauptsächlich muslimische Kinder. Vor allem, das kriege ich ja tagtäglich mit, wie die auch reden, auch über Christen, beziehungsweise Schweinefleisch, wir werden alle dreckig und ne? 8-jährige Kinder, überleg mal, wo haben die das her? Wo haben die so eine Vergiftung her? Ne? Ja, von Mohammed, der gesagt hat, hast du sie gepunktpunktet. Ja, aber von den Eltern, da fängt das Problem an. Ne, die Eltern vergiften die Kinder damit, ne, und Entschuldigung. Ja, und teilweise ist das so krass, da würde ich wirklich am liebsten anhalten und die Kinder wirklich aussteigen lassen, weil das ist wirklich krass, was die mit 7, 8 Jahren wie frech beziehungsweise herablassen, die über Christen reden, das ist nicht mehr normal. 7, 8-jährige Kinder, das musst du dir vorstellen, Amir, das ist wirklich Wahnsinn. Ne? Traurig, wirklich traurig, traurig, traurig. Ne? Und ja, die kriegen das von den Eltern aus mit, ne? Die ganzen Sachen, ja, und die wachsen ja so auf. Die Kinder also werden dann, aber die wachsen halt so auf, ne? Ja, die kriegen es mit der Muttermilch. Ja, genau, genau. Ein Blick in den Koran würde ja reichen. Der Allah beleidigt ja und verflucht ja die ganze Zeit die Nicht-Muslime. Von daher, ja. Wenn selbst ihr Vorbild so eine vulgäre Wörter gesprochen hat und der Allah die ganze Zeit nur am Beleidigen ist und am Verfluchen ist, ja. Was willst du erwarten von den Anhängern? Und das ist traurig. Wirklich, Muslims, die haben eine ganz versaute Redensart. Ne? Kinder. Ne? Totally different. Traurig, ja. Das, bei den christlichen Kindern ist das nicht so. Warum? Ist weniger, ich denke schon, ist dass also nicht ganz, aber viel, viel weniger. Viel, ja, viel. Also klar, man sieht häufig, klar, das gibt es Problem, ne? Des Islams und der islamischen Genau. Klar gibt es auch christliche Kinder, die
auch irgendwie versaut reden oder ein bisschen drehen. Also, aber ja, hauptsächlich ist das seltener Fall. Ne? Genau, genau. Ja, das wollte ich eben nur kurz loswerden, Armin. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao, mein Bruder. Wir machen es gut, ja. Danke, Maria. Hallo? Sie sind verbunden mit Dr. Gerard Boamir. Meine Sprechstunde hat geöffnet. Da ist mal die Hände abputzen, genau. Man weiß ja nicht, wo sie vorher drinnen waren. Schön abputzen. Hallo. Danke, DJK. Ja, laut Mohammeds Aussagen muss man sich die Hände am Morgen waschen, was man sowieso macht, wenn man aufsteht, weil man nicht weiß, wo sie am Abend waren. Und dann gibt's die Geschichte, ne, wo ein Mann mit seiner Faust samt dem Ellenbogen in seinem A1US aufgewacht ist und am nächsten Morgen eine Ratte gebar. Das ist islamische Wissenschaft. Das ist genau wie mein Kamelurin-Song. Kamelurin, oh, für euch alle, oh ja, yeah. Kamelurin. Da kommt davon, wenn man zu viel trinkt. Die Geschichten sind so voll Kamelurin. Gänsehaut. Gänsehaut, mein Lieber. Genau, schön abwischen, immer schön abwischen. So ist es gut. Komm, wollen wir wieder mal unseren kleinen Freund rein. Ey, lass mich mal jetzt meine Frage stellen. Ja, aber war mein Kamelurin-Song gut? Nein, erstens, Kamelurin wurde uns nie befohlen zu trinken. Es war bei einem bestimmten Zeitraum. Und ich will jetzt meine Frage stellen. Hast du Internet da? Wie bitte? Hast du das Internet gerade zur Verfügung? Nö. Nö, ich weiß. Wollte ich gerade sagen. Nein, du hast den Koran weder in deiner Hand oder zur Verfügung. Du hast weder das Internet zur Verfügung. Ist ja klar. Normal. Ja, normal. Normal, weil es könnte ja sein, dass dir das Gegenteil beweist. Normal. Aha, normal, okay. Normal. Ich habe eine Frage. Aber erstmal musst du das Internet haben. Dann können wir Fragen beantworten. Boah. Hol ein zweites Handy, hol dein Laptop, hol dein Tablet, dann können wir miteinander reden. Lass mich mal doch meine Frage stellen. Ja, können wir ja. Ich möchte ja auch dann gerne etwas. Oh, warte, ich kriege gerade einen Anruf. Einmal. Kamelurin, für euch alle, oh ja. Der Song, der gefällt mir irgendwie. Kamelurin, für euch alle. Der hat irgendwas. Kennst du so, man sagt so, oh, dieser Song ist gar nicht mal so schlecht, der hat so irgendwas, auch wenn er sich so beschissen anhört, aber irgendwas ist da dran. Kennt ihr das? Der hört sich zwar beschissen an, aber irgendwie hat der was. So. Hallo, Amir, grüß dich. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja, ich finde erstmal super, was du machst. Ich schaue dir auch schon seit längerer Zeit zu und ich kann nur sagen, mach weiter so, wollte ich erstmal sagen. Die zweite Frage ist die, also ich bin selber auch Christ, bin jetzt nicht so gläubig wie jetzt manch ein wiedergeborener Christ, wollte aber fragen, wie du das siehst, ob Gott nicht auch den Christen doch auch sagt, dass sie sich doch auch wehren dürfen. Weil ja oftmals Muslime ja sagen, ja, das schwache Christentum, auf die linke und rechte Wange lassen die sich schlagen und die liebe deine Feinde. Weil ich sage mir immer, wenn damals die Kreuzritter nicht gewesen wären, die Osmanische Reich zurückgeschlagen haben, dann hätten wir doch jetzt Kalifat, dann dürften wir jetzt gar nicht mehr hier so locker reden. Wie siehst du das eigentlich? Ja, ich bin da selber total zwiegespalten. Natürlich, der Herr Jesus Christus sagt die Worte, wir sollten auf die Worte des Herrn hören, das ist ja unser Herr und Gott. Wir dürfen keine Gewalt anwenden, auch wenn wir es manchmal tun möchten, aber natürlich in einem Affekt heraus. Wenn dich jemand schlägt oder an deine Familie dran will, wir sind ja nie derjenige, der den Aggressor darstellt. Verstehst du?
Wir würden also niemals hingehen und aufgrund jemanden sein Glauben oder was ihn kaputt machen. Das ist ein riesenweiter Unterschied. Richtig. Ja. Aber ja, du siehst also menschlich gesehen aus dem Affekt heraus, wenn zum Beispiel jemand gerade deine Familie am Angreifen ist oder dich gerade, dann versuchst du dich schon zu schützen oder versuchst irgendwie den Angreifer unschädlich zu machen. Verstehst du? Das deswegen, ist ganz wie gesagt, ich deswegen, wie gesagt, also wie gesagt, ne, wiedergeborene Christ, ich finde super, wenn man auch als Christ sagt, hier, ich habe für mich das Christentum auch wieder neu entdeckt, ich habe Jesus angenommen, finde ich vollkommen in Ordnung. Was mich nur immer ein bisschen irritiert, ist, wenn man sagt, das ist irgendwie Gottes Plan und wir sollen uns jetzt hier von den Muslimen dann überrennen lassen, wir dürfen uns nicht wehren, weil es eben irgendwie von oben gesteuert ist und wir sollen unsere Kultur nicht mehr, also was mich meine mit der Entrückung und so, das Ganze, da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, so, weißt du, wie ich meine? Ja. Aber gut, der Herr Jesus Christus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben und für die beten, die uns hassen und verfolgen. Ne? Das ist das. Wir dürfen keine Gewalt anwenden. Habe ich dir gerade eben erklärt, wenn du dann halt siehst, dass jemand auf dich einschlägt, natürlich versuchst du dich zu verteidigen. Oder wenn jemand deine Familie angreift, natürlich versuchst du die zu verteidigen. Du würdest das ja nicht einfach so zulassen und sagen, oh, mach mal weiter, so, alles aber, super. Aber wie gesagt, war das von damals von den Kreuzrittern? Aber war das dann damals von den Kreuzrittern nicht auch was, wo Gott das zugelassen hat, damit eben kein Kalifat entsteht damals, zur damaligen Zeit? Jetzt höre ich dich wieder. Ach so, nee, weil ich meine, ich will dich nicht lange aufhalten, also, aber ich wollte nur sagen, ist das denn nicht auch damals dann so gewesen, dass Gott das zugelassen hat mit den Kreuzrittern, dass die eben dann nicht ein Kalifat errichten können? Dass wenn, also, so, also, dass das dann auch, sag ich mal, auch, dass dann Christengewalt. Alles geschieht mit dem Willen des Herrn, ja, natürlich gab es natürlich gab es dann die Kreuzzüge, in dem sie halt unsere christlichen Geschwister auch befreit haben vor dem islamischen Wahnsinn, ne? In Ägypten und sowas, ne? Und auch hier in Europa, ganz besonders an den Toren von Österreich, ne? Also die Osmanen zurückgedrängt haben, ne? Ja, okay, Amir. Ich danke dir. Ich wünsche dir Gottes Segen und alles Gute. Bis dann. Ich dir auch. Gott segne dich und deine Familie. Jahre zu spät, ja. Hallo. 400 years, genau. Aber sie kam, ne? Ja, man hört dich, Gott segne dich und deine Familie. Ja, darf ich dich Armin nennen? Oder X-Mos, du was die lieber? Ja, kannst du mich Armin nennen. Ja, Armin, ich wollte nur sagen, dass du brauchst gar nicht schleimen bei AfD, du bist sowieso abgeschoben, genau wie mit mir, wir sind selbe Boot, Bruder. Du brauchst gar nicht zu schleimen bei denen. Ich rede noch nicht mal über AfD, AfD interessiert ja, mich doch gar nicht. Ja, feiern sich alle diese AfDler. Ja, dann sollen sie mich feiern, aber ich habe doch nichts mit dieser Partei zu tun. Sympathisieren die mit dir? Ja, weil ich Dinge anspreche, die Wahrheit sind, nämlich deine Religion ist brutaler als brutal. Und wenn du zu einer unterdrückerischen Religion gehörst, natürlich gehen die Leute auf die Barrikaden und versuchen, deine Religion aufzuhalten, weil sie wollen sich nicht unterdrücken lassen, genauso wenig wie du dich unterdrücken lassen möchtest, richtig? Ist ja. Jemand, der will mit dir sprechen, wenn es okay ist hier. La'anat Allah alaik, ja kaf. Ja, genau. Das ist die richtige Redensart. Genau so. Und dann wundern die sich, warum AfD auf einmal kommt. Ist das krank. Die machen ja eher mehr Werbung für die AfD als ich. K-A-M-E-L-U-I-N. Kamelorin. Hast du getippt? K-A-M-E-L-U-R-I-N. Kamelorin. Position ungenau. Gänsehaut. Na, los. So, ihr Lieben, komm, mein Akku ist fast gleich. Ich geh jetzt mal ein paar Sachen erledigen. Ich komme dann gleich nochmal live. Okay, machen wir das so. Gott segne euch und eure Familien, ihr wundervoll. Mon frère. Danke, Larissa. Gott segne euch und eure Familien, ihr wundervollen. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest und lasst euch niemals von dieser Religion beeindrucken. Das TikTok sportlich. Auch nicht schlecht. Guck mal den Namen, TikTok sportlich.
Dann sehen wir uns dann gleich, ja, ihr Lieben. Gottes Segen. Ciao.